Wie wirkt Heroin? Das kommt darauf an, wie man das konsumiert und wie hoch der Reinheitsgrad ist und wie lange das man es schon nimmt. Wer diese Frage stellt, hat es natürlich noch nie genommen. Also erzähle ich einfach mal, wie es ist, wenn man es das erste Mal nimmt. Das erste Mal, als ich eine Wirkung verspürt habe, war schon das dritte oder vierte Mal probieren, weil es immer so extrem aufgestreckt war, hatte ich da überhaupt gar keine Wirkung. Aber als ich es dann zum allerersten Mal gemerkt habe, wie es sich anfühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, war das gar nicht so der Knüller. Ich habe es nur ein bisschen gemerkt, dass ich leicht kältere Optik habe. Also die Farben waren nicht ganz so strahlend wie sonst, sondern die waren ein bisschen kälter. Mir war es total warm, obwohl es kalt war draußen, wir hatten Minusgrade, bin ich mit dem T-Shirt mal schnell zum Müll rausgegangen, ohne dass ich das gemerkt habe, dass es kalt ist. Es fühlte sich an wie so ein lauwarmer Frühlingstag. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Wie man sich fühlt, wenn ein langer Winter vorbei ist und der Frühling kommt, die Vögel zwitschern, die Bäume sprießen, überall ist alles schön und toll. So ein tolles Feeling hat man da. Aber das ist ganz subtil nur, ganz wenig. Und es juckt, überall juckt es. Hey. Dauernd muss man sich kratzen. Das liegt daran, dass die Leber einen Stoff ausschwemmt, also das gibt den ab. Und das verursacht am Körper Juckungen. Ja. Wenn man die Dosis ein bisschen steigert, dann schläft man auch nur ein, dann nickt man immer so weg. Und dann ist man so im Traumdös-Zustand und angenehm und schön. Und da fängt dann die Grenze auch an, dass es zu viel wird. Ja. Dass man eine Atemdepression kriegt. Da hat man zwar auch ein tolles Glücksgefühl, aber man atmet nicht mehr und fällt ins Koma und stirbt dann auch. Also das ist wirklich nicht einfach, da jemanden wieder rauszuholen, eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist es leider nicht, weil der fängt auch noch an zu kotzen und zu scheißen und zu pissen. Alle Muskeln entschlaffen. Das ist nicht schön. Wer sowas schon mal gesehen hat, das ist ein Schock, wenn man nüchtern ist, wenn man clean ist. Wenn man drauf ist, nimmt man das einfach so, naja, ist halt passiert. Erst wieder, wenn man wieder nüchtern ist und clean ist, dann hat man das wieder vor Augen. Dann sieht man das wieder nachts, wenn man schläft, wenn man einschlafen will, plötzlich hast du diese ganzen Sachen wieder vor Augen. Das sind dramatische Erlebnisse, die man halt dann auch hat, gell? Wenn du Heroin auf der Folie rauchst, dann ziehst du einmal und ziehst einmal an der Zigarette, so hab's ich gelernt, du ziehst noch einmal und noch mal an der Zigarette und meistens ist das auch schon genug. Wenn es ein gutes Zeug ist, hey, dann ist das schon so viel, dass du deine Augen zumachst und wegdöst und nicht mehr wirklich mitkriegst, was um dich herum passiert. Wenn du drauf bist, dann ist das gerade mal genug, um den Affen wegzukriegen, also den Entzug. Mehr ist es nicht. Es ist warm, man fühlt sich ein bisschen geborgen und je nachdem, wie viel man nimmt, fängt das Träumen an und es juckt am Körper. Und man hat ein Glücksgefühl und wenn man drauf ist und man kriegt was, dann hat man Glücksgefühle. Da wird es ausgeschwemmt, weil man ja weiß, jetzt ist der Entzug vorbei. Ja. Und im Teil 2 erzähle ich euch, wie ein Heroinentzug sich anfühlt. Peace out.